sieht, wie gesagt, etwas nicht ganz so genial aus, aber wir brauchen halt Platz. Und das werden dann unsere Gerümpelkisten hier. Da gerümpeln wir das erstmal rein. Dann gerümpeln wir hier auch das mit rein. Können wir noch irgendwas mit reinrümpeln? Nee, das Stoff gerümpeln wir hier hin. Na, sind wir schon wieder. So. So, da haben wir das schon mal gut einsortiert. Hier haben wir das Geschmeide drin. Hier ist das Kram drin. Das ist wunderbar. Da hier ja Essen drin haben möchte. So, müssen wir mal gucken. Also Fleisch ist da auf jeden Fall an sich schon mal gut aufgehoben. Seeds und so sollte auch eine extra Kiste bekommen. Finde ich zumindest mal. Und wir könnten auch mal wieder was essen, sehe ich gerade. Oh ja, wir müssen sogar gut was essen. So, hier haben wir noch mehr Essen. Wollen wir denn noch mehr? Wollen wir noch mehr essen? Können wir das ja mal so machen. Haben wir unten hier unser Fleisch, was wir dann auch mal machen könnten irgendwann, wenn ich mal so die Rezepte in den Kopf behalte. Wie gesagt, ich muss mal rausfinden, wie das mit dem Kochtopf genau funktioniert, ob man den einfach nur auf den Boden klatschen muss oder ob der auch in der Nähe einer Feuerstelle sein muss, etc. pp. Muss ich mir echt mal merken. Werde ich hier nicht machen, aber ja. Muss ich zumindest. So. Wieder voll und ich habe es wieder nicht übrigens so. Destroyed Stone. Der kann hier mit rein. Oh, kriege ich da jedes Mal eine Gänsehaut, wenn da von oben irgendwas runterfällt. Schade ist, dass ich hier nicht gucken kann. Nein, woher wisst ihr, wo ich bin? Ich war noch so leise. Ich habe hier noch gar nichts gehört, außer Kiste auf, Kiste zu. Ah! Scheiß Renderlisten, ey. So, eine Gerümpelkiste hatten wir ja hier. Die Gerümpel, da rümpeln wir mal das mit rein. Ja, obwohl es das gleiche ist, unterschiedlich anscheinend. Ich glaube nicht, dass wir das bei 20 aufgehört haben, stackbar zu machen. So, was könnten wir hier mal... Oh, richtige Tastenkrieg. Da oben packen wir mal alles Mögliche, was Richtung Seeds geht, rein. Ja, können wir machen. So, da Seeds hier pflanzen. Hier kommen da noch der Schund mit rein. Oh, der Schund passt noch besser. Nur das drin. Wir brauchen noch mehr Kisten, sehe ich auch. Würde ich auf jeden Fall mal sagen. Storage. Jetzt weiß ich es ja wieder. Zack. So, 5 Stück. Ich glaube, dann haben wir erstmal auch genug Chests hier rumstehen. Das sieht doch schon mal nach einem kleinen Lager aus. So. Du wirst auch gerümpelt. Ich muss die Seeds, dass ich das hier dann in die mache, dass ich hier noch wichtige Sachen rein tue. So, bitte. Danke. Papers sehe ich gerade nicht. So ganz momentan unwichtiges Gerüppel können wir mal hier reinwerfen. Wie gesagt, wir können uns hier mit Landminen bauen. Aber ob ich die ganze Gegend hier dann auch noch in die Luft springen möchte, weiß ich noch nicht. So, unten packen wir mal unsere Arbeitswerkzeuge rein. Und natürlich den dazugehörigen Sprit. Wir hatten mehr Sprit, das weiß ich glaube ich noch. Muss man Sprit hin? Hat man nur 4? Ah! Sprit! Da haben wir auch das Papier und hier haben wir auch noch. Ah ja! Da haben wir mehr Gelumpe. So. Sprit! So, hier könnten wir dann auch mal, sagen wir mal so, die Hoe und die Shovel rein. Und die Shovel könnte ich mitnehmen. Meine Güte, da oben ist ja echt wieder was los. Komm, seid mal bitte buggig gnädig. Ich möchte doch nur mal mich schämen.
Wir dürfen leider nicht gucken. Aber ich glaube, wie gesagt, das mit den Dornen versuchen wir. Dann dürften sie vielleicht von den Dornen nicht mehr runterkommen. Und dann funktioniert das vielleicht mit denen auch, dass wir die Zombies tot kriegen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Art und Weise. So, 10 Minuten haben wir noch. Ich muss jetzt leider doch sehr genau auf die Uhr achten. Sonst hätte ich wohl... Oh, ich krieg da echt Krisen. Jetzt hätte ich ja so zur Not, wie gesagt, eine Stunde gemacht. So, hier haben wir, wie gesagt, Waffen drin. Da haben wir auch noch unnötiges Gelumpe. Waffen. Also mit Pistolen können wir uns inzwischen totschmeißen. So, zwei möchte ich mitnehmen. Hier nehmen wir auch zwei mit. Die Schrotflinte ist auch fast hin. Hier haben wir auch schon gut Schrotmunition. So, jetzt müssen wir hier nochmal zack. So, hier könnt ihr zum Beispiel der Kochtopf rein. Zwar da Sachen reintun, wo ich jetzt nicht so ganz genau weiß, was ich damit anfangen soll. Also da zum Beispiel Kochtopf rein und unser ganzes Metallkram. Sleeping Bags wären dann hier drin. Und hier wäre das da oben unsere Wasserkiste. So. Mit Glock. Müssen wir mal gucken. Vielleicht brauche ich sogar noch eine... vielleicht muss das Wasser... Ach nee, das Wasser müsste ja dann eigentlich in diese Kiste rein. Dass ich das da oben als Munitionskiste benutze. Auf jeden Fall können wir noch sehr viel Wasser gebrauchen. Das sehen wir jetzt schon mal. So. So. So, dann gucken wir mal. So, in der Reihenfolge, wie wir es auch mit am meisten brauchen derzeitig. Ja, machen wir das mal so, weil ich glaube, von den oberen werden wir am meisten finden. Wenn die nicht irgendwann wirklich anfangen, selber herzustellen. Ja, da ist so ein Kram drin. Als Werkzeug könnte man jetzt auch das hier noch definieren. Immer noch das. Es wird ruhiger. Ah, es wird auch langsam heller wieder. Sehr schön. Schade, dass wir... Na gut, eine kleine Reise können wir uns vielleicht erlauben. Oder, da die Zeit mir jetzt dann doch wegrennt, und bleibe ich hier in der Nähe. Und wir versuchen wirklich mal dann schon mal an... anfänglich draußen das umzuräumen. Ah, meine Güte. So, eine Holzkiste. Holzkiste. Da haben wir das drin. Hat man. Du wärst leer. Dir tun wir mal das Holz an. Pine, Birk, Trunk. Okay. So, ja, Old Wood kommt alles hier erstmal rein. Late Wood ist ja. Ja, komm. Passt schon irgendwie erstmal. Chopstick. Oh. Die können die mal zusammen tun. Würde Platz sparen. In da rein. Könnte man zum Beispiel die mal reinwerfen. Ah, ja, hier haben wir auch noch so viel Kram, wo ich jetzt hier die Wood-Kiste. In die Wood-Kiste könnte auch das Aged Wood mit rein. Ich mache das nochmal hier raus. Ich mache das lieber da rein. Dann wäre das hier noch eine Kiste, wo anderes Holzkram reinkommt. Naja, an die Ordnung muss ich mich aber noch gewöhnen, das merke ich jetzt schon. Ja, zum Beispiel hier Reinforced kann hier auch mit rein. So, und hier haben wir noch so ein paar Sachen. Das ist ja theoretisch hier Juckerfrucht am Hamm. Plant Aloe. Wo habe ich denn die Pflanzen? Da habe ich die Pflanzen. Die Aloe Plant. Ist es nicht schön, was die für eine Ordnung jetzt hier auf einmal haben? So, hier Schrottkiste. Bestimmt sind die auch noch irgendwann zu was Nütze, aber im Moment ist es für mich halt Schrott. Also,
Waffen, dann mal das, dann mal das, dann mal das. Wo könnten wir das noch mit reintun hier? Die Yucca-Fiber. Schrottkiste ist das auf jeden Fall nicht. Packen wir. Ja, packen wir das mal hier noch mit rein. Medikamente. Hätten wir eigentlich noch mehr davon oder sind uns die jetzt inzwischen echt so stark ausgegangen? Das heißt dann nämlich, wir müssen auf jeden Fall ganz viel Medikamente auftreiben. Medikamente sind uns so ziemlich ausgegangen. Geil! Geil! So, es ist 8 Uhr. Es ist langsam wieder hell draußen. Ich nehme mir mal die großen hier. Die Schaufel könnten, haben wir ja hier auch schon. Ein paar Krobbelige könnten wir auch gebrauchen. Und mit Sicherheit auch wieder einen ganzen Haufen Erde. So, die brauchen wir im Moment nicht. Die werden wir gleich brauchen, um rauszukommen. Ja, machen wir erstmal so. Und mal schauen, was da oben wieder Schönes los ist. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Oh. wir müssen wieder ein bisschen runter. Oh Mann, jetzt haben wir echt noch Spaß auf die letzten Sekunden. Lad nach, lad nach! Oh. So, geht zumindest etwas flotter von der Hand. Ey, wie oft willst du noch einen Schuss in den Kopf abkönnen? So, und du, und du, und du! Also jetzt reicht's aber. Wir brauchen wieder etwas Munition, bevor wir da rausgehen. Eieieiei, das hat aber ganz schön wieder gezeckt hier. So, die Waldfee. Oh. Nimm mal gerne mit. Die bietet sich schon wieder so an, das mag ich gar nicht. Das nehmen wir auch gerne mit. So, die sind auch erledigt. Hallo? Hallo? So, gucken wir mal. Hier haben sie wieder ein bisschen... Oh, das ging dieses Mal sogar, das mit dem Graben. Das ginge sogar. Mal gucken, haben wir hier den Rest schon kontrolliert? Nee, noch nicht. Das heißt, sie waren relativ friedlich, unsere Spießgesellen da. Hier ist natürlich schon wieder alles rausgerissen. Und jetzt machen wir halt mal wie viel... Ah, verdammt, ich habe keine Zeit mehr. Schade! Das heißt, das wird dann in der nächsten Aufnahme kommen. Da versuchen wir hier mal so, zumindest die Seiten, die hier immer überrannt werden, ein bisschen besser zu sichern. Wie wir das machen, habe ich euch jetzt schon gesagt. Wir werden einfach mal ein bisschen runterbuddeln. Könnte jetzt vielleicht noch... Kann ich denn... Ja, komm, das schaffe ich noch. Diesen kleinen Spatenstich werde ich mir nochmal erlauben. Oh, geil. Sie bleiben stehen, die Dinger. Das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall allesamt rausschlagen. Und kriegen halt jetzt leider nicht unser Holz wirklich wieder. Aber so wissen wir es zumindest. Und dann wird das halt ausprobiert, indem wir die jetzt wirklich tiefer setzen hier. Mal schauen, ob es funktionieren wird. Ich hoffe es doch sehr.
Und ich glaube, ich renne hier dann mit der Motorsäge und dem anderen Ding einmal durch. Ist wohl das Beste. Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal einen Aufgang. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für positive Bewertungen und Kommentare. Ja, vielen Dank, dass ihr inzwischen mir vielleicht sogar auf Facebook folgt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt dann schon umgesetzt habe, aber ich habe euren Rufen gelauscht und da ja doch so viele mich immer wieder gefragt haben, hey, hast du nicht Facebook? Machst du nicht Facebook? Twitter ist doof. Ne, mach mal lieber Facebook. Ich wollte es ja nicht, aber was tut man nicht alles für seine Zuschauer? Ja, und in dem Sinne, schaut doch da mal vorbei, liken und damit auch vielleicht weiterempfehlen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 7 Days to Die. Tschö!